Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur 30. Folge bzw. zur Staffel 3, Folge 1. Ich glaube, ich mache Staffel 3, Folge 1. Das habe ich jetzt mir so mal persönlich festgelegt. Wir spielen City Skylines. Ich habe eine neue Karte angefangen. Die letzte Karte habe ich zwar noch, nur ich hatte da irgendwie mal eingestellt, dass ich da nun endlich einen Kontostand habe und das ist mir doch ein bisschen zu lame. Ein Fehler ist aufgetreten, das ist aber normal. Wir machen jetzt einfach weiter. Hallo. Stadtname Canmont. Ich habe mir einen Timer gestellt. Wir gucken mal, wie wir anfangen. Ich habe die Karte schon letzte Nacht mal so testhalber gespielt und ich finde sie eigentlich recht lustig. Ich habe ein paar Mods installiert. Ja, mach mal Stopp hier. Und zwar, ich habe auch ganz viel Stuff rausgenommen, weil Skylines bei mir überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Ich habe hier den Traffic President drin. Ich habe die First-Person-Kamera drin. Und da muss ich mir nochmal erklären lassen, vom Opa spielt, wie die funktioniert. Es gibt da bestimmt etliche Tutorials. Ich habe auch mir schon drei Stück angeguckt. Aber irgendwie verstehe ich das trotzdem noch nicht. Und wenn ich im Automenü bin, da gibt es auch so einen Button, wo ich hier drauf drücken kann, wie hier oben. Und wie komme ich da raus? Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Ich habe da immer das Spiel gespeichert in dem Moment hier. Ja, neigen. Weiß ich alles. Es wird mir noch einiges hier auf den Sack gehen. So, aber jetzt bauen wir erstmal die Straße. Zack, jetzt kommen wir da Profi raus. Ich musste nämlich erstmal wieder reinkommen, deswegen habe ich ja erstmal. Bauen wir erstmal eine Straße. Hier, Einbahnstraße. Zack. Nee, warte mal. Die machen wir mal zum Schluss. Jetzt habe ich wieder Geld verschwendet. Schön und gut. Hier. B muss ich drücken. So, so. Und. Naja, wir wollen es schon ein bisschen angepasst haben. Zack. Zack. Und dann machen wir das ja weg und fangen mit der normalen Straße an. Die ziehe ich jetzt einfach erstmal. Ja, das so hier weiter, eventuell. Zack. Und zack. Machen wir hier erstmal Wohngebiet hin, würde ich sagen, oder? Hier ist mal Wohngebiet. Dazu brauchen wir aber Wasser. Wasser haben wir hier unten. Wie ist denn da die Fließrichtung? Abspielen lassen. So ist die Fließrichtung. Leertaste ist stoppen. Lassen wir das mal hier unten abfließen. Wasser. Zack. Und setzen hier mal, dass wir nicht so viel Geld verbrauchen. Setzen wir mal hier gleich die Wasserquelle hin. Verbinden das Ganze. Ziehen das hier hoch. So, Wasser haben wir erstmal geregelt. Jetzt brauchen wir noch Strom. Und ich würde sagen, wir bauen auch als erstes hier unten erstmal hier 7 Megawatt. Zack, jetzt ist das verbunden. Und da ziehe ich von hier aus gesehen erstmal eine Leitung nach oben. Vielleicht war das nicht ganz so clever, dies so zu machen. So ist vielleicht besser. So, haben wir erstmal ein bisschen Strom. Können wir hier den und den da machen und hier anfangen. Da können wir am Anfang ist ja hier das. Machen wir erstmal so und lassen das Ganze mal spielen, meine lieben Freunde. Und da gucken wir mal, was man aus dieser Stadt hier machen kann, diesem Örtchen.
So, als erstes despawn ausschalten. Mir gefällt die Autobahn nicht. Auf keinen Fall. So, jetzt bauen die dort hinten schon, haben natürlich keinen Strom. Den müssen wir erstmal jetzt zu denen bauen, dass die ein bisschen Stromversorgung hier haben. Und jetzt freuen die sich auch, weil die eine Stromversorgung haben. Schön. Finde ich gut. So, sind jetzt ein paar Häuschen. Wie sieht es mit dem Gebäude aus? Infofenster können Sie sehen. Genau. Kennen wir alles. Wir kennen City Skylines. Wir wissen, wie es funktioniert. Hoffentlich ihr auch, weil das Spiel ist schon etwas älter. Ich müsste lügen. Ich glaube, Februar 14? 15? Meilensteine. Wenn wir hier draufklicken, können wir unsere Meilensteine sehen. Drei Bewohner haben wir. Ich habe auch noch kein Auto gesehen, ja, oder noch kein Fahrzeug. Übrigens für den Map-Aussteller, ich habe hier ja gesehen, hier hat er das richtig gemacht. Hier geht eine Autobahn rein und hier geht eine raus. So, das Coole ist, ich zeige euch das mal, naja, so gut wie wie ich es präsentieren kann. Hier oben, ne? Hier oben gehen zwei rein. Und hier hinten seht ihr schon, dass irgendwas, dass das ganze lange Stückchen ist alles verkehrt rum. Deswegen führen später mal, zumindest bei meiner Testversion, zwei Strecken eben in die Stadt, aber nur eine hinaus, was natürlich den Stadtverkehr immens belastet. Das ist nochmal eine Stufe größer hier von der Herausforderung aus. Wie war das hier? F1. Wir hatten hier der Modus, warte mal, Optionen, Tastenbelegung. Freilaufende Kamera. Ist das das? Nee. Oder? Allgemein, Ingame? Nee, das ist es nicht. Ich glaube, das ist das hier. Press K. Was haben wir denn hier? Tastenfeld 5. Ich guck mal, was der macht. Ja, das ist er. Der freilaufende Modus, da kann man nämlich wunderbare Screenery-Deanshots machen. Und jetzt kann ich nochmal F2 drücken. Ne, F12 war es, ne? F12. Sehr gut. Und wenn ich jetzt wieder 5 drücke, ist alles wieder beim Alten. Ich freue mich, ich muss mal ganz kurz nachgucken. Das läuft, alles klar. Das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. Alles gut. Ich habe ja immer noch keine Autos gesehen, oder bin ich einfach noch blind? Ich sehe einfach keine Autos. Na gut, machen wir weiter, meine lieben Freunde. Wir brauchen dringend Straßen, denn zack. Machen wir jetzt hier eine Querstraße. Und hier, dass die Leute arbeiten können. Machen wir hier hinten. Da sind Autos. Guck mal, die ersten Autos. Super. Sehr schön. Hinten machen wir erstmal Industrie. Wir müssen erstmal ein bisschen Wasser verlegen hier. So. Machen wir hier mal kaufmännische Gebäude in die Straße. Und hier hinten machen wir mal Industrie. Gucken, wie sich das weiterentwickelt mit der Zeit. Die wollen viel Industrie, ne? Soll ich denn noch mehr Industrie hinpflanzen? Oder mal, muss ich mal hier den da machen?
Zack, so circa. Kann man auch ruhig so machen. Ob der Strom. Strom müsste bald alle sein. Ne, der ist noch verfügbar. Alles noch verfügbar. Alles gut. Alles kostet. Die wollen viel Einkaufsmöglichkeiten und viel Strom. Oh mein Gott. Die sind verbunden? Das ist gut. Gerade so. Fast einen Fehler gemacht. Habe ich fast einen Fehler gemacht. Das ist gut. Die erste Nacht. Meine lieben Freunde. Hier stehen sie schon alle. Jetzt brauchen wir noch nicht viel machen. Aber später mal. Wenn wir die Autobahn ja weiterführen wollen, irgendwo hin. Hier ist jetzt eine kleine Industrie entstanden. Hier sind kommerzielle Gebäude. Eiscreme. Pennies. Wahrscheinlich ein Einkaufsmarkt. Hier nochmal Eiscreme. Hier entsteht noch ein Eiscreme. Weil das sieht ein bisschen anders aus. Hier ist ein Yaxo. Yaxo Energy. Also Pancakes International. Was ist das hier? Schrimpel Subs and Salads. Okay. Okay, okay, okay. Hier, wir wollen mehr Dorfbewohner. Weitere Optionen. Dankeschön, kenne ich alles. Aber das weiß ich natürlich nicht, dass ich das alles kenne. Ne? So, machen wir noch ein paar Wohngebäude hin. Könnt ihr bis dahinter fahren? Na komm, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, und jetzt machen wir schon mal die hier ein paar Sachen, was ihr wahrscheinlich nicht kennt. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr sofort wisst, was ich damit meine. Hier vorne mache ich es erstmal nicht. So, das ist eine Kreuzung. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, habe ich jetzt ein riesengroßes X. Und hier habe ich die Wahl zwischen Hauptstraßenschild, Vorfahrtsschild und Stoppschild. Also, aber ich denke mal, das ist die Hauptstraße. Und ich mache das hier mal als Vorfahrtsschild. Und so geht das Ganze schneller. Genau. Kann man das so ein bisschen regeln. Und das ist ja alles hier Vorfahrtsstraße. Machen wir das mal so. Zack. Alles ist Vorfahrtsstraße. Kann man das besser machen. Das funktioniert auch recht gut, das Prinzip. Und hier lasse ich jetzt Folgendes entscheiden. Und zwar den Fahrspurverbinder. Ihr seht jetzt hier drei verschiedene Punkte und wenn ich jetzt den nehme und ihr seht hier unten den Pfeil, der geht bis jetzt noch nach links und rechts. Wenn ich den jetzt hier ransetze, geht er nur nach rechts. Und das ist meine Devise, das möchte ich sozusagen schaffen, dass die alle nur in die Richtung fahren, weil das eine Auffahrt ist und die fahren ja nicht einfach hier rum. Logischerweise. Ja, und der Fahrspurverbinder hier, den tue ich erstmal hier rüber. Für eventuelle spätere Vorkommnisse. Wobei in Einzelstraßen ist es jetzt im Großen und Ganzen noch nicht so relevant. Aber ich habe es euch mal gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und im späteren Spielverlauf ist das Tool auch ganz nützlich. Wir haben schon 222 Einwohner. Sehr schön. Und meine lieben Freunde, das war es erstmal von mir. Von der Staffel 3 hier, Folge 1. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt City Skylines. Es geht wieder weiter bei mir und hoffentlich bleibt es auch. Bis dahin, ciao, ciao.